Was haltet ihr davon, Chat? Jetzt mal ganz ehrlich, was haltet ihr davon? Seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und Shop, was ich euch mitgebracht findet habe. Findet ihr nicht von geil? Tobi, ich glaube, das ist auch nicht so geil. 5807 Boeing CH-47 Chinook. Hervorragend. Ein Heli. Ein kleiner Heli. Also eigentlich ist es ein ziemlich schwerer Transporthelikopter. Oder so mittelschwer, irgendwas zwischen mittelschwer und schwer. Mit hier Tandem-Rotor gegenläufig. Es ist wunderbar. Ich habe die immer besonders gemocht als Kind. Bananenhelikopter waren die allercoolsten. Und sie sind es eigentlich immer noch ziemlich. Richtig. Gucken wir uns mal hier Armed Forces. Wir gucken uns die Box an. Eine Kobi-Box. Wir schauen nach vorne und wir gucken natürlich auf die Abenteuer der Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Ein Bild, wie sie aussehen. Mhm. Und dann hier einmal so ein bisschen Informationen. Und ja, ich meine, es ist schon geil, aber die Frage ist halt, ist das so geil wie Lego? Das Ding 60 Jahre schon im Dienst ist. 60 Jahre. Ja, genau dieser Helikopter ist das. Hat alles mitgemacht. United States natürlich. 300 km/h schnell, das Ding. Okay. Kann 10 Tonnen heben. Ganz wichtiger Punkt. Fokus. Pad printed. Mhm. No stickers. Okay. Ganz wichtig. Und? Das heißt, es ist draufgedruckt mit Steinen. I see. Ist ein. Ist es 1 zu 1 wie Lego niemals, oder? Boeing. Officially licensed. Ist es nicht. Es ist tiptop. Genau. Und, Aber warum. Also, was fühlt man daran nicht? Was ist daran nicht geil an diesem Zeug? Sehr, sehr gute Steine, eine gute Qualität und vor allem ein super Set. Hier haben wir noch so einen kleinen Slope, da steht nochmal, so blendet es nicht. Steht einfach nur nochmal drauf, dass das gleiche ist. Scale ist 1 zu 48. Passt also auch zum Beispiel zur Super Hornet. Nur so vom Interesse her für euch. Oder auch, zeige ich euch auch noch, bin ich auch überlegen, ob ich das Ding die Bausteine passen nicht zu den anderen. Okay. Der ist nun auch da. Patchy Helikopter. Schauen wir uns auch nochmal an. Gucken wir mal, ich habe dieses Modell mit euch. Ich weiß nicht, was ich von so Lego-Fakes halten soll. In meinem Twitch-Kanal gebaut. Und da könnt ihr auch nochmal so die einzelnen Prozesse nachverfolgen, sitze ich wie. Aber könnte man diese Steine einfach, also diese Klemmbausteine, wie sie heißen, bei Lego mit benutzen? Es ist wirklich nur der Name, es macht sonst keinen Unterschied. Drei Stunden mit viel Geschwätz und Pausen und sonst was. Ich nehme an, ja, Lego hat viel Scheiß gebaut. Ja, ja. Weiß nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Nein, ja. Ein bisschen strukturiert. Ist das denn legal? Ich habe nur die offizielle Ist das denn legal? Dürfen die denn dieses Prinzip von diesen Steinen verwenden? Wir haben vor allem am meisten über die Farbe gesprochen während dieses Aufbaus. Und die ist auch tatsächlich speziell. Das ist so ein Sandoliv-Grün, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt mal das normale Rot nehmen und dann das Sandrot bei Lego, würde ich sagen, ist das das normale Oliv und davon dann der Sandton. Aber ich finde, es passt vorzüglich zu dem Modell. Ja, und ich bin gespannt, was also, to be honest, ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zu Lego, muss ich ehrlich sagen. Boeing, das sind aber ich glaube, solche Teile habe ich bei Lego noch nie gesehen. Die hier. Und das hier ist natürlich auch ein Transporthelikopter, der sehr häufig, da gibt es diese unglaublich spektakulären Rettungsvideos, wenn die irgendwie an so einem steilen Berghang dann anfliegen. Doch. Und rückwärts die gibt's auch? Andocken. Okay. Und das ist dann am Berg. Das wollte ich euch jetzt zeigen. Und hier kommt dann die Kordel raus. Dann können sie hier irgendwas hochheben. Oder das schwebt komplett in der Luft. Dann wird hier hinten aufgeklappt. Kann man einladen. Also man kann ohne Ende Party machen. Ich zeige euch nämlich jetzt Party mal kurz. Das sind die zwei Sachen, auf die es mir ankommt. Wir haben einmal hier hinten diese große Klappe zum Laderaum. Okay. Geht bis vorne durch. Ist aber jetzt nicht so, dass man da was einladen würde. Das ist nur Dekoration. Klappt zu. Und hinten, hat man mir auch während des Streams gesagt, ist der offen. Ja, ja. Mit zugig, glaube ich, da in 6 Kilometer Höhe in dem Ding. Und hier seht ihr die kleine Winde, an der kann man aber drehen. Würde ein Set von Lego und jetzt anders kann aussehen? Man die Kordel da reinholen. Ja, Lego so, macht nichts, sehr gut. Lego macht nichts mit Militär, Kriegt das stimmt, das ja, ja. Falsche Richtung? Das stimmt. So. Und dann zieht es dann wieder hoch. So. Dup, 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 nee, dup, oder? Dup. Bei und kann man auch ganz also würde Lego so ein Set machen, würde das genauso da aussehen, das oder was? Und jetzt haben wir hier die beiden Noppen. Und jetzt können wir entweder überlegen, ob wir das hier positionieren, diese 4x4 Fliese, damit es einfach offen bleibt und wir damit was machen können, oder ob wir das Ding nehmen und einfach zumachen. Und dann ist es geschlossen, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Wir haben 4 feststehende Räder. Ja, nur teurer wahrscheinlich. Vorne doppelbereift, hinten einfach. Und
so wie ich das auch gelesen habe und auch in manchen Videos gesehen habe. Ich weiß aber nicht, ob das auf jede Art von hier Bananenhelikopter zutrifft oder ob das jetzt dieser CH-47 nur ist. Der kann auch wohl auf dem Wasser landen. Digga, der sieht nicht so aus, als würde... Das fand ich sehr spannend. Okay. Wir haben, gut, ich meine, klar, die drehen sich, ja, und auf zwei Ebenen, also die können sich wunderbar so drehen, ohne dass sie gegeneinander stoßen natürlich, da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Wäre ja auch dumm, wenn nicht bei dem Helikopter, ne? Ich abnehme, während ich den präsentiere, es kann sein, dass ich irgendwo mal dagegen komme und dann brechen sie ab, denn Folgendes ist mir auch während des Streams schon aufgefallen. Ja, das mit den Straßen habe ich gesehen, mit den Lego-Straßen. Ich als Captain Obvious habe so dumm. Nur drei Noppen halten das hier fest. Okay, und das hält? Also das ist, diese Noppen gehören zu diesem zentralen Element hier. Aha. Und ohne Gegendruck von unten das festdrücken. Das ist eine Profi-Aktion. Und die sind hier dran, das sind alles... Krass, dass das so hält, oder? Kleine Baseplate-Elemente. Das ist eine sehr coole Sache, die Kobi da immer macht. Und dann obendrauf die Fliesen. Es sind wieder wahnsinnig viele Tüten, um die einzelnen Bauschritte, drei an der Zahl, nochmal zu unterteilen. Das Runterbrechen ist wirklich enorm bei diesem Modell. Wahnsinnig viele Tüten, kleinste... Ist das da im Hintergrund? Ist das hier Lego, dieser Lokschuppen? Aber wenn das Modell dann ausgepackt, also die Teile ausgepackt sind, die sind wie gesagt... Nee, ich war noch nicht im Legoland tatsächlich. Bis auf die Rotorblätter. Das ist Original-Lego. Nein, ist es nicht. Ja, nein. Unglaublich in... Wie wem kann ich glauben hier im Chat? Entspannt das farblich vor einem ist. Gibt auch beim Bau. Es gibt wie immer einmal 5 Plates. Es gibt die 2x5 Plates. Es gibt die 7er Plates. Es gibt große Fliesen, kleine Fliesen. Es gibt Slopes in verschiedenen Schrägen. Da wird auch drauf hingewiesen. In der Anleitung halt. Darauf hingewiesen. Das hast du da eben noch gehabt? Anleitung verschlampt. Es wird immer darauf hingewiesen, dass es verschiedene Arten ähnlicher Teile gibt, die man von Lego nicht kennt. Ich weiß, alle, die Kobi gebaut haben, gähnen, weil es immer das Gleiche ist, was ich sage. Ah, okay, Blue Bricks ist das. Sie steigen immer noch neu bei Kobi ein. Blue Bricks ist nochmal was anderes. Das ist der cool. Es gibt doch, wie heißen die, Xiaomi? Nee. Es gibt auch einen chinesischen Hersteller, wie heißen die, wie heißen die nochmal? Xingbao. Xingbao heißen die, genau. Xingbao, Xiaomi ist was anderes. Xingbao heißen die. Und, Xiaomi? Nee, ist es nicht Xingbao? Heißen die nicht so? Xingbao, oder? Ja, genau. Und die haben doch auch nochmal, also es gibt Bluebricks, Kobi, Lego und Xingbao. Sind das die vier krassen? Oder wie? Wie viele gibt es denn? Das sind die großen Fakes. Aber sind es dann noch Fakes, wenn sie es besser machen, ist halt die Frage, ne? Nur weil Lego zuerst da war. Hubschrauber aller Zeiten, den möchte ich bauen. Achtet darauf, dass Playmobil, ihr die richtigen benutzt, auf jeden Fall. Es ist wahnsinnig ärgerlich, das wieder auseinandernehmen zu müssen. Kobi ist sehr stabil. Auch dieses Modell, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, vor allem mit dem vorderen Element hier. Hier geht die Tür auf und Treppchen gehen da runter. Und das hier war am Anfang schwierig. Das hat sich erst, als die Dachkonstruktion drauf kam, wirklich stabilisiert. Dann aber krass. Beträchtlich stabilisiert. Also, ey, ich habe ja auch so ein paar Lego-Karren gebaut und sowas und diese Freiheitsstatue. Holy shit, ist der Scheiß instabil, Digga. Das ist wirklich einfach nur unangenehm teilweise. Jetzt kann man hochheben, wo man will, das Ding. Das ist Kobi-mäßig ein Meinungsverstärker wieder ab einem gewissen Punkt. Sobald man die rote Blätter abgenommen hat, also Lego kann man teilweise Sets rumgreifen und durchaus Nachdruck verleihen, wenn man möchte. Ganz wichtig nochmal der Hinweis, es gibt keine Sticker. Ich habe auch nichts vergessen. Das hier sind Prints über drei Slopes nebeneinander. Das hier sind Prints. Prints. Geil. Und hier vorne noch ein eigenes Fenster, auch ein Print. Das hier oben sind Prints über mehrere Elemente. Das sind zwei Elemente nebeneinander. Lego ist halt schon ein Element, das meine Freiheitsstatue. Zwei Elemente nebeneinander. Lego ist schon sehr, sehr teuer. Seite auch. Wir haben eine komplett bedruckte Frontscheibe hier. Das stimmt wohl schon. Die auch hier bis runter geht. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Alles bedruckt. Und es sieht gut aus. Gleich vorweg eine Sache, die mich immer wieder stört. Was heißt vorweg? Ich habe schon 10 Minuten geredet. Es sind die Angusspunkte. Wir kommen immer wieder auf das Thema zurück. Ich weiß, das ist für viele kein Thema. Lego hat auch große Angusspunkte, danke. Vor allem bei dunklen Farben mittlerweile, aber also sie stören mich trotzdem, ziemlich happy vor allem, wenn ich sie nicht Ding, verbergen ne? kann an manchen Stellen, wie hier. Da oben drauf und da oben drauf und da oben drauf.
Und den Angustpunkt hätte ich verbergen können. Ich hätte diese ganze Plate andersrum drehen können, habe ich verbaselt, genau wie den hier auch. Der hier vorne ist wieder Pflicht. Den kann ich nicht verstecken. Und das finde ich oftmals ein bisschen schade, vor allem weil das keine wirklichen Spielmodelle, sondern Displaymodelle sind. Und dann finde ich Angustpunkte schade. Da hätte ich gerne noch mal diesen letzten Schliff, dass das Teil halt von der anderen Seite gegossen wird oder so. Ich weiß nicht, ich kenne mich da technisch, wie gesagt, nicht aus. Ich sehe nur Hersteller, auch bei Kobi, da ist manchmal der Angustpunkt an einer angenehmen Stelle und manchmal an einer doofen Stelle. Denke ich mir, das muss doch nicht sein einfach. Das wäre doch einfach netter, wenn es anders wäre. Und vor allem, ich finde dieses Modell, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber es sind, bis auf das Scheibenelement, ist nichts neu an diesem Helikopter. Ich kenne alle Teile, das sind keine Sonderteile in der Kobi-Welt, die kommen in ganz vielen Panzern, vorher in Flugzeugen, in Schiffen, Helikopter, in Automodellen von Kobi, einmal quer durch die ganze Produktpalette. Schon ziemlich neu, die haben das gerade reinfinden. Das finde ich ganz geil. Das sind Schiffsrumpfteile hier oben. Die werden immer von unten meistens in Rot an die großen, langen Schiffe. Was wir jetzt auch, welches auch immer, die Warspite hatte die auch dran. Auf jeden Was mich richtig getriggert hat bei diesem Video hier, Leute, bei Held der Steine, war ja dieses Video, wo sie so richtig reingeschissen haben mit diesen Straßen. Das hat mich so sauer gemacht. Das hat mich so sauer gemacht einfach.